Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Party 1. Diesmal habe ich mich dazu entschlossen, den Part wieder mit Kommentar zu machen. Einfach weil das viel besser ist und damit ab in die Webröhre und das Abenteuer beginnen lassen. Wollte ich jetzt mal sagen. Ja, finde ich mal witzig. Also, es ist ein Spieler. Und ich bin Mario. It's a me, Mario. So, da kommen wir drei Wellen. Ich nehme Donkey Kong. Ja. Viel zu aus, jetzt sind immer alle drei. So, die sind schon leicht. So, Songe hatten wir, Peach Geburtstag hatten wir, Yoshi hatten wir, Rios hatten wir, nur kommt Luigi's Maschinenraum. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns erwarten wird. So, Rundenzahl, nehme ich schön leicht. Ja. Das ist alles richtig so. Dann möchte ich was trinken. Das ist das Maschinenraum. Ach Gott, das sieht so kompliziert aus. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde es herumführen. Dies ist der Maschinenraum. Die Maschine in der Mitte hat nicht genug Energie und funktioniert nicht mehr. Wir müssen eine Gigaquelle suchen und sie wieder in Gang setzen. Was wohl passiert, wenn sie läuft? Nehmt euch auf den falschen Erfinder Bowser in Acht. Vor. Er macht ihm Freude, anderen das Leben schwer zu machen. Es macht dem Bowser, also ihm Freude, anderen das Leben schwer zu machen, okay. Also dann, lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Dies ist jetzt das Würfeln, ihr kennt das schon aus den ganzen anderen Parts. 10. Ich glaube, ich fange an, ne? Cool. Dann kommt Donkey Kong. Dann müsste ich auch sein, dann Peach. Genau. Yeah! So, dann fangen an. Ja, oh, danke für die 10 Monster Geschenk, ey. Das ist jetzt leider was viel. Also, es ist du mal. Das mit der Einstellung so passt, weil ich bin noch beim Rumprobieren von meiner neuen Capture Card mit den passenden Einstellungen von dem, was ich laber und von dem, was ihr hören sollt, quasi. So, der erste ist der nicht wo. Ah, da wo der Tod steht, okay. Das 20 Münzen, das ist dasselbe, wie es bis jetzt einfach auch in der Fall war. So, Mario fängt an. Ich darf mal gleich nach Felder gehen. Das ist die richtige Entscheidung war. Ja, habt ihr uns bekommen, immerhin. So, der ist dann gekommen an Start. Ah, da kann nur eins gehen. So, das ist, also, Mario Kart 1 kann man leider das, was die Computer machen, nicht überspringen. Das finde ich ein Teil. So, ab den neueren, kann man das. Also, ab Mario Party 2 oder so, also, verhältnisgemäß, mit neueren. So, es kommt ein 4 vs. 4 Minigame. Gestrandet. Da. Wie viele Münzen und Truhen schwimmen vorbei. Drücke den Dings, um die Leine auszuwerfen und drehe ihn zum Einholen. Ah, okay. Ergibt Sinn. So, den Start drücken.
Geil. Alter, wieso treffe ich ständig daneben? Yeah. Scheiße. Was mache ich denn? Wenn ich ein Spiel so hochbegabt. Ah, sag es. Alter, sehr cool. Na komm. Beste Leistung ever. Ich bin mit Josse zusammen Dritter und nicht mal Vierter, obwohl ich es gar nicht geschnallt habe und nichts eingesammelt habe. Die blauen Türen sind zu, die roten geöffnet. Ah. Ja, klingt immer ganz interessant. Und ich darf im Felder gehen. Es geht mal hier durch die rote, ob das jetzt die gute Entscheidung war. Naja, es ist aktuell keine Liste, glaube ich. Glaube es. So, jetzt kommt Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong meine ich natürlich. Donkey Kong. So, jetzt ist er dran. Dass man eigentlich was bringen kann, ist doch schon leisten. Ja, da ist es auf mir hin, das Feld gekommen. Richtig, richtig lustig. Okay. Lass mich noch gar nicht hingehen. Sorry, ich bin das Video. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt und am Senden. So, jetzt haben wir alle ein versus drei Minigame und zwar. Oh, Kim ist krank, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Oh mein Gott. Wenn. Ach so, das ist Sossi, also. Du steuerst einen Kran, drück wiederholt A, um einen Preis zu greifen. Packe, man. Pack man das? Soll das mal. Ah. Und das ist ja nur von Yoshi. Ah. Wir müssen einfach ein paar Mal A drücken, glaube ich. Wie ich, ja, ich drücke einfach mal. Ah ja, weil wir einfach sappeln müssen. Wir müssen ja nur sappeln. Aber den Rest kapiere ich nicht. So, ich drum sappeln rum. Und da ist sie verkackt. Lässt die Kiste einfach frei. Läuft. Ja, und weshalb sind die anderen jetzt eigentlich, wieso ist der Donkey Kong jetzt wieder Erster? Ach, ich glaube, in der Runde hat sich gar nicht viel geändert, das kommt zum Sinn. Weil Yoshi hat halt verkackt, habe ich so von Dritten auf Vierten gekommen, aber beim Rest ist nichts passiert. So, jetzt bin ich ja dran. Darf sechs Felder gehen. Oh, fuck. So. Also, ich bin Bowser, der Erfinderkönig. Das ist mein neueste. Ach, ich habe keine Lust, sie zu zeigen. Oh toll. Jetzt habe ich nämlich einfach das zu Münzen und so bekomme ich Lust. Ja, ach, ich habe Ikone. Oder? Geil. Hat's auch richtig gebracht. So, jetzt bin ich Vierter, jetzt angekommen dran.
mal dieses lustige Glücksspiel, ey. Aber an sich, wer weiß, weil ich finde halt einfach richtig cool, wirklich mal vom allerersten Mario-Spiel ever auszugehen. Oh, das hat Donkey Kong seinen ersten Stern. Ach nee, Alpha. Aber ich finde halt, wie gesagt, auch witzig, vom allerersten Mario Party und dann zu sehen, wie das aktuellste eben aktuell Mario Party 10 ist. Wobei wir die ganzen drei durchspielt haben, ist ja halt nächstes Mal Party von 3DS draußen und ich habe da die Capture Card und kann das auch zeigen. Aber das letzte Stunt-Konsole Mario Party 10. Jo. So denn. So, das ist ja dran. Aber er hat auch die Askarte gezogen, ah, sorry. Ah, nein! Er kommt der Rösche! Und der klaut sich von Peach, aber... No, ich habe eh keinen Essen. Dann kann ich keine verlieren. Und der bekommt jetzt... Ja. Okay. Der freut sich aus, weil das Zweiter ist. Der bekommt immer neues Geld, weil er jetzt über den Start kommt. So ist es. So, da freut sich das natürlich voll. Und jetzt wird gleich ein 4 Mini-Player geben können. Oder an Ani Pilzkopf. Och, das hat die arme Pilzkanze übersehen, ey, peinlich. Ah, kommt aber auch zum Bowser. Ach geil, die verliert auch ihr restliches Geld und damit bin ich samt ihr Dritter, oder? Vierter, ja, Dritter muss es sein. Genau. Die ist jetzt in eine Röhre gesprungen, weshalb das? Ah. Ja, cool, ich kann die wieder Geld klauen. Und jetzt klaut sie das in Yassi, ist ja korrekt. Wenn das korrekt. Zuerst wird Yassi ab jetzt das Geld klauen und dann geht's wieder zurück. Ein ganzes Stück. So, gerade auf die. Also ich aufnehme schon 22 Uhr, 25 Stunden sind es erst weit vorbei. Das ist jetzt die dritte. Das haben wir damit, dass ich das, damit ich jetzt eine halbe Stunde fertig werde. So, draußen bleiben ist Minigame. Wo soll man bitte schon draußen bleiben? Man soll mir irgendwie hier vor so einer Tour stehen. Ja. Wäre sie mir nicht lustig. Also jetzt, und ich tue es einfach. Am Anfang von meiner Party hatte ich ja jedes Spielfett. Spielfett habe ich gesagt, ne? Also ich habe nicht darauf geachtet, wie es geht, ja geil. Jedes Spielbrett habe ich da irgendwie einen eigenen Part dafür gemacht. Also irgendwie 5 Parte oder so. Keine Ahnung. Also 5 Parte halt pro Spielbrett. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das Spielbrett einfach in einem Part haltet sie auf, haltet die. Nein! Aber auf jeden Fall ist einfach in einem Part. Also einfach in ein paar jetzt im Spielpad mache, weil so komme ich viel schneller und besser voran. Weniger am Part. Weshalb auch dies jetzt hier einfach wieder ein Part wird, dieses ganze Spielpad. Zeig mir Pad, obwohl ich Brett mein, Alter. Was will ich eigentlich? So, jetzt sind die roten Türen zu und die blauen sind geöffnet. Interessant. So, und jetzt bin ich wieder am Start. Alright. Cool. Hab über ein paar Münzen bekommen. Sehen wir's mal so. Aber meine Party ist auch irgendwie, finde ich, zumindest das erste tatsächlich, so die ersten, sind voll die Glücksspiele. Aber die erste ist auch fast die beste, muss man dazu sagen. Also meine Party 1 ist sehr amüsant. Und das Beste, das merkt man auch am Preis, ist Mario Party 3. Ne? Weil das verkauft fast keiner. Und das kostet auch richtig viel Geld. Das heißt, jetzt aus dem Turn wieder. Das heißt, wenn, sobald ich Mario Party 3 habe, weil ich es mir auch kaufe zu displayen, das wird dann richtig teuer. Weil ich mich richtig drauf, Mario Party 2 wird ist auch nicht so billig, ne? Das heißt, unterstützt uns doch bei diesem Projekt, indem ihr einfach einen Daumen hoch lässt und mich abonniert. Weil so habe ich mehr Elan, einfach wirklich das ganze Geld für die
für die Games auszugeben, um sie für euch zu let's playen. Für diese große My Party Reihe. Die ich jetzt einfach in diesem Jahr tatsächlich machen will. Also My Party 1, 2, 3, 4. Also die ganze N64 und GameCube Area, also besten bis Mario Party 7, wollte ich so planmäßig dieses Jahr machen. Planmäßig, gemerkt. Nächstes Jahr kommt dann, das ist 2018, ist dann so, ne, 2000. Wir haben doch jetzt 2016, meine Fresse. Also 2017 wird dann Mario Party, also wird dann Mario Party 8, 9, 10, je nachdem, wenn es rauskommt, 11 machen. Dann machen, müssen die anderen das runter subsen, aber ah, danke, ich bin das erste weg. Und verkacken Tours. So, ich glaube, Yoshi bleibt oben. Ja. Ja, ich bin Vierter. Cool. Ich tu mir auch immer weiter nach vorne rangeln und dies mit Elan. Ich habe der Dritte jetzt keine Yoshi gekauft. Ich will ehrlich gesagt ein bisschen, finde ich ein bisschen komisch. Aber dagegen kann man nichts machen. So, sind die roten Türen geöffnet. Die roten Türen sind zu und die blauen sind geöffnet. Und ich bin wieder am Start. So, 7 Runden. Komm auch in die Röhre. Und ich klaue jetzt den Donkey Kong seinen Stern. Das wird cool. Ach, das Sternste. Oh. Ich kaufe da 50 Münzen, Scheiße. Wer hat denn am meisten Münzen? Ja, der Yoshi. Dann glaubst du, dass die Münzen. Na toll. Ja, das hätte ich jetzt natürlich machen können, aber. Ja, dafür hat mein Geld einfach finanziell nicht gereicht. Aber jetzt habe ich ja ein bisschen was an Geld bekommen. Bin ich auch happy. Und bekommen. Cool. Eine weitere Würfelaktion. Wir bekommen wieder ein bisschen Geld. Ich komme nochmal 3 Münzen plus. Ich habe damit 36 Münzen. So, als Donkey Kong dran hat 2 Felder. Weiter gekürzt. Yoshi mit 3. Der tut die Türen jetzt tauschen. Und jetzt kommt wieder Minigame. Wir bleiben Minigame. Ich muss sagen, ich mal Party ist auch alleine echt wirklich unterhaltsam. Weil das ist so, als man mit einem anderen Spieler zusammenspielen würde. Ne? Also das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt irgendein Jump'n'Run alleine zockt. Sondern hier wäre es so, als wenn die anderen einfach auch im Raum wären, quasi gegen einen spielen würden. Wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Bekannten, wie, keine Ahnung, Stefan oder P-Punkt, sag ich einfach mal, oder Fabiane, ja, oder so, meine üblichen Leute, mit denen ich meine Gameplays aufnehme, also, was macht man eigentlich hier, wirft man mit dem Rucksack rum, und viel mehr, also diese Minigames hier sind mir erst. Also von Grundsatz her. Nicht, nein, es geht. So, noch 3 Münzen und dann habe ich die Pizza eingeholt. Also sagen wir 4 Münzen.
So, also wenn drei Münzen wäre ja gleich stand. Und dann wäre es besser und das finde ich ganz gut, vor allem weil ich jetzt eh zum Anfang dran bin. Habe ich dafür dich. Oh. Nein, ich weiß nicht mal, was dieses Sternfeld war. Das habe ich dich jetzt meide. Was eigentlich was ich total cool ist, fällt. Wenn ich es wisst, Leute, vielleicht auch ein älterer Mario Party, schreibt so bitte in die Kommentare, für was dieses Sternfeld steht. Weil ich weiß das leider Gottes nicht mehr. So, Josse geht in eine Rap-Röhre. Rap, 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 rap. So, und der klaut Geld. Wahrscheinlich macht das. Warte, dann macht es mal von mir, was für ein Glück. So, bekommt Josse wieder so viel. Ah. Und Pete hat. Genau für Münzen wie ich. Der Josse sandt ab, 64 Münzen. Sie beide einen Stern klauen kann oder einen Stern holen kann. Also Josse oder sagt Donkey Kong werden voraussichtlich meiner Meinung nach gewinnen und es gibt wieder ein 4 vs. Play. Also 2 vs. 2 ist. Exklusiver Bobwurm oder wie auch immer es genannt wird. Gebe den Bob. Omp schnell mit A an jemanden weiter wie fuck. Ah, das ist so eine Art Bombe, ja, ja. Ich kann vielleicht nicht spielen, Bombe. Das ist ja nicht ganz lustig, da muss man. Und irgendjemand hat die Lusse. Fuck. Bei denen wird die explodieren. Aber wo los ist, werde sie sein. Ja! Oh, no. Genau! Alter, also jetzt einfach nur so ein richtiges. Das ist so ein richtiges Glücksspiel, ey. Und wie immer in Mario Party 1 ist das Glück nicht mit bei mir. Da sind die roten Türen, zu und die blauen sind geöffnet, daher. Jetzt bin ich wieder dran, Alter. Genau bei mir muss diese scheiß Bombe explodieren, ey, Alter. Einen besseren Zufall kann es ja nicht geben. So, da bekommt Donkey Kong 3 Münzen wieder weniger. Es ist heute dran. Der sandt immer noch richtig ab. Okay. Jetzt tut er, glaube ich, das Teil tut die Türen irgendwie irgendwo tauschen. Ich glaube, es ist für Josse oder so. Keine Ahnung. So, jetzt Pete dran. Ach Gott. Nein. Ja, jetzt holt diese natürlich ein Stern. Okay, das ist eine Wendung, die ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass jetzt passiert, okay. So, das holt ihr als nächstes Stern. So, wo ist denn jetzt der nächste Stern? Also, okay, da. So, es kommt irgendwie dran vorbei. Also, vorbei, nicht dran vorbei. Dran vorbei, wer irgendwie ein bisschen lässt. Ich hab ganz vergessen, wie viele Runden wir jetzt eigentlich schon hatten. Ich glaube noch nicht mal die Hälfte wieder uns teilweise. Ist der Askrieger daneben? Ah, okay. Jetzt aber müssen wir den abschließen, bevor er ans Ziel kommt. Ich war's. Mit einem Treff. Er trifft es mit einem Treffer. Ich
ist erstmal immer ein etwas. Ich bin trotzdem noch letzter. Aber ein paar Punkte bekommen, hol so langsam. Naja. Also sagen wir, der Yoshi ist dritter und hat 68 Punkte. Ja. Wie ich das noch toppen soll, ist mir jetzt leicht unklar, aber sei es drum. Und werde ich jetzt eigentlich katapultiert? Ach, ne. Ich sag jetzt mal lieber nichts zu dem Minusfeld, wo ich gelandet bin. So, der klaut wieder irgendjemand Geld. Das war von der Peace, intelligenter Sachzug. Also bekommt er dann ein bisschen mehr und wird damit erster. Okay, bekommt er jetzt nicht in die Farbe, aber. Also er hätte es theoretisch werden können, sagen wir so. Glaube ich. So, bekommt er wieder 10 Münzen. Was für uns wenn Fort ist er erster nach dem aktuellen Stand. Jungle Kong und Pete's erster. Also Yoshi glaube ich ganz groß danach gewinnen konnte, wenn er einen Stern bekommt, dann hat das immer so viel Münzen, ich meine 81. Dass er dann doch in der Tat und tatsächlich gewinnen könnte. Also entweder Yoshi, Peach oder Donkey Kong werden dies wohl gewinnen. Sage es jetzt einfach mal voraus. Die Richtigkeit kann umstritten sein, aber eigentlich ist sie vollkommen wahr. So, auch hier ist wieder den Bonus, weil die um den Start geklettert sind. Was sage ich wieder? Ich meine, wer klettert bitte schon über den Start? Es gibt ein Versus Play-Game. Tiefseetaucher, ah. Ah ne, das glaubt, ich glaube, das wird ganz cool. Ja. I know how it works, I think. Ah. Bin ich denn? Ah. Alter, was läuft denn bei mir schief? Ich kann es untertauchen. Ah. Eigentlich gut. Das ist natürlich auch die letzte Freie. Glaube ich, und somit ist es rein theoretisch viel besser als es ist. Ah ne, ist ja noch besser. Guck mal, die sind jetzt irgendwo da hinten. Naja, jetzt ist eh vorbei. Naja, aber weißt du, was zuerst dann irgendwie das bei den Steuerstick irgendwie drehen musste? Und dann habe ich die natürlich auch probiert, hatte nicht schon abrupt funktioniert, aber ein bisschen, aber ja, wir haben uns eben dran gewöhnt, dass wir da werden, das ist nicht so nichts Neues. So, jetzt haben wir die Türen gewechselt und ist schon wieder dran und auf 7 gehen, aber als Stopp, selbst bekommt es Geld. Ja, machen wir nochmal, Yoshi. Keine Ahnung, wieso nicht. Ein paar Münzen bekommen. Kann ich ja sehen, juhu. Und lande auf dem Minusfeld. Geil. Setz Donkey Kong dran. Thank you.
Da gibt es ein einfaches Free-Minigame. Und zwar Paddeljedaddel. Hört sich an sich das Band an. Ob ich sie auch isst, wir werden sehen. So. Paddellust drehen des Steuersticks mit dem Boot in den Fluss hinab. Kommt ihr dem Ufer so nahe, desst. Ah, das dessen uns die Zeigeis. Na, okay. Dann lasst halt den Spaß beginnen. Ach, ich gegen die drei? Ja, wie ist das denn? Alter, ich hab doch eh schon verloren. Also, eins gegen drei. Das ist so fies. Alter, das ist doch voll gewalttätig. Okay, ich gebe gleich mal auf. Das sollte er eigentlich machen, aber... Sorry, aber... Nee. Mach ich nicht. Ich krieg 3 nicht ein. Ich bin nicht gerissen. Wie sollte es? Weil wenn ihr selbst besser könnt. Alter! Wie sind jetzt 36 Münzen? Ja, wie alt ist denn noch? Ich kann nicht mal. Sie setzt mich ja dran. Ich hab zwar gerade eine Lust an meine Party verloren, aber... Bisschen andere Sache. Oh, my God.